Herzlich willkommen im Irrenhaus. So gibt's ja bei TikTok. So, wir sind jetzt hier aber nicht bei TikTok, wir sind hier bei YouTube, Facebook, Ultra HD, Web TV, Sondersender Nordrhein-Westfalen. So, das hier ist Monsieur Gates, der da versucht, mit seiner Pandemie ganz viel Geld zu machen. Ihr seid aber bei mir. Film, Foto und Club. Wir sind Film, Foto, Freunde und haben auch einen Club. So, dann haben wir natürlich noch einen Verkauf. Diese Herrschaften hier. Grüß euch. Hi. So, da sind wir stehen geblieben bei Star Wars. Auch das verkaufen wir, aber nicht Star Wars, sondern nur die Figuren. So, hin und wieder schaffe ich es nicht, das Video länger, oder bin dann der Meinung, wenn ich es schaffe, dass ich das Video, aber ihr schaut ja nun mal nicht so lange. Und deswegen kann man die Videos ruhig cutten und auf den Weg bringen. So, wir leben in einer neuartigen Zeit, wo wir miteinander oder gegeneinander. Und leider verstehen einige Jugendlichen es nicht. Sie sind wirklich der Meinung, man müsste. Und ich dulde es, ist okay. Ich sehe manchmal sehr lustig aus oder werde halt im Kontext zerrissen, weil die Videos, die ich auf den Weg bringe, gar nichts damit zu tun haben, was die Jugendlichen dann daraus machen. So. Ich habe auch gerade wieder bei TikTok, und bei TikTok sind ja auch mittlerweile Menschen, die einem nur etwas verkaufen möchten. Ich habe da zum Beispiel eine junge Lady da, die unbedingt ihren Kalender an einen heranbringen will. Und dann sagte sie, sie wollte TikTok verklagen. Also lasst es bitte sein, TikTok, Facebook, wie die alle heißen, zu verklagen, weil es ist nicht unsere Welt. Analogie ist an sich unsere Welt. Wenn TikTok uns das Video sperrt oder uns runterfährt oder auch YouTube, egal wer es macht, oder Facebook, dann ist das halt so. Ich reg mich da auch nicht mehr drüber auf. Natürlich, am Anfang hat man sich aufgeregt, weil es Spaß macht. Ich will nichts verkaufen, deswegen sage ich das jetzt. Für die, die das beruflich machen, um etwas zu verkaufen oder irgendetwas auf sich so ein bisschen hinzulenken, es gibt ja da einige Vollprofis, die da ganz geschickt euch etwas da auf den Weg bringen. Morgen, ich komme. Jetzt habe ich richtig Lust, ich lasse es. Ich nenne es die Cut-Version. Immer Kit, Kit, Kit. Gerade auch wenn eine nette Kundin. Wie gesagt, hin und wieder ist so ein Tag wie heute, ist da saukalt. Wir haben 10 Grad. Gestern hatten wir noch 19. Ja. Haben wir einen kleinen Temperatursturz, ne? Ja. Also, wie gesagt, kommen wir mal dahin, wo ich hin wollte, und zwar Filmfoto. Filmfoto ist nun mal ein Beruf, wo man wirklich studieren kann, wie fotografiere ich richtig, wie filme ich richtig, was will ich sagen, kurz und knapp, was an sich alles gar nicht so geht, aber wenn man ausgebildet wird, ist es so. Du sollst also kurz, knapp etwas sagen und dann ist die Sache erledigt. Clint Eastwood hat das mal in seinen ganzen 10 Jahren, wo er da die Filme auf den Weg gebracht, immer so einen Satz, ne? Make my day. Als Kommissar mit seiner dicken Wumme. Ne? Make my day. Es gibt also Sachen, oder er hat mich vollgeschleimt bei Ghostbusters. Ne? Ja, he slimed me, yeah. Ach ja, also wie gesagt, im Film kurz und knapp, und ich habe am Wochenende mir so einige alte Spaghetti-Western angesehen, wo große Größen der damaligen Zeit zugegen waren, und diese Dialoge, also die Filme selbst waren Italo-Western, die waren halt Franco Nero, und die waren halt nicht so, also haben die Deutschen irgendwie das verniedlicht, wie in dem Film Die zwei, wie die verniedlicht wurden in der Sprache, war das ein Hit mit Roger Moore. Ja, so war das. Kurz und knapp. Wir sind jetzt hier und können lange Filmchen machen.
Wir können Dialog, Monolog, Prolog auf den Weg bringen. Wir können über Star Wars philosophieren, Star Trek philosophieren. An sich können wir über alles philosophieren. Aber eines möchte ich nicht philosophieren, ist das, was jetzt momentan so abgeht. Über das Thema Corona, nein, danke. Wenn dann nur über den Film Corona, da ging es ja um die Sonne, weil die Sonne hat nun mal eine Corona. So, es freut mich natürlich, dass wir hier viel über Film, Foto und über die ganzen Sachen und auch, dass die Leute sich wirklich in dieser Ambiente hier wohlfühlen. Sie fühlen sich wohl und das beurkunden die mir ja auch. Und ich würde sehr gerne wollen, aber die Analogie stirbt ja. Ihr könnt mir ja, wie gesagt, nur online folgen bei Facebook, YouTube und TikTok. Snapchat mache ich noch nicht und die anderen auch noch nicht. Ich habe natürlich einige Angebote bekommen, wo ich jetzt eine Visualisation machen könnte, also visuell, so eine Art Geschichte, aber Beruf. Beruf bedeutet, man hat ein Thema. Und dieses Thema, zum Beispiel Star Wars, dann greift man sich so eine Figur, drückt auf den Knopf und hat dann irgendwie damit angefangen. So, bei TikTok hätte man das jetzt machen können und schon wäre daraus etwas entstanden. So, gerade eben habe ich einigen LKW-Fahrern zugeschaut, die ich auf diesem Wege auch grüße, die ich auch hin und wieder mal hier solche Videoclips sich anschauen. Momentan merke ich, dass dieser Videoclip doch etwas länger werden könnte. Und da fällt mir, also ich erkläre jetzt mal eben. Wenn ihr einige Sequenzen seht, die kurz und bündig sind, dann lasse ich die. Ansonsten reihe ich die zusammen, habt ihr ja also auch schon gesehen, und mache daraus dann ein etwas längeres. Das Problem ist halt nur, dass ich ja jetzt nicht so eine visuelle große Größe bin, dass ich jetzt eine Art Anerkennung bekommen würde. Ich werde ja verhöhnt, verspottet und zerrissen, weil eine gewisse Klientel sich hier eingeschlichen und der Meinung ist, sie sind wertvoller, sie können alles, sind besser. Ist halt so. Sowas passiert, wenn solch Klientel rauscht halt online und so, ach guck mal, schauen wir mal, was er mir da gemacht hat und hauen dann rein. Sie sind an sich auf der falschen Spur, nicht ich, und deswegen bin ich auch gar nicht böse, nur weil ich es jetzt erwähnt habe für die anderen, die sich wundern, warum ich hin und wieder anders reagiere. So, mir macht persönlich TikTok Spaß. Wie gesagt, das sind Anbieter. Ja, das sind chinesische Anbieter, die uns etwas zulassen, sie ändern es, ne? Sie ändern es und ihr habt gerade Tick-Tick gehört, deswegen habe ich geguckt, habe ich auch direkt wieder was bekommen. Die Welt Online und vor allen Dingen, mal schauen, ne, die Welt Online, der Fotofilmclub macht unheimlich viel Spaß, oder sagen wir mal so, er hat sehr viel Spaß gemacht, wie Corona noch nicht zugegen war. Corona hat leider sehr viel zerstört. Dieser Herr hier hat viel zerstört. Ja. So, wenn ich den Freundeskreis Star Wars hier habe oder Enterprise, dann macht das richtig Spaß. Cinema macht Spaß. So, einige LKW-Fahrer bei TikTok haben dann hin und wieder auch mal so, wenn sie Rollover, also sie fahren und fahren und fahren, auch so Ideen. Ey, lass uns doch mal philosophieren über Kino. Und dann finde ich es schon stark, dass er, also der, es schafft, uns zu binden, dass wir dann so viel Interesse haben, über die Filme zu sprechen und dann auseinandersetzt über Alien, wie gesagt, Star Wars, Enterprise, auch diverse andere Filme, Der bewegte Mann mit Til Schweiger oder seine Tatortgeschichten mit Til Schweiger oder Manta Manta mit Til Schweiger. Til Schweiger ist halt im Moment in aller Munde, Mena
durch Corona noch einmal zu erwähnen. Ja, also Emmerich, den mag ich mit seinem Zukunftsfilmchen. Und gewisse Filme mag ich, die ich hoffe, dass sie wirklich tatsächlich bald ins Kino kommen. Ich werde dennoch nicht ins Kino gehen. Ich werde in mein eigenes Kino. Ich warte also, bis ich die DVD oder Blu-ray bekomme. Und die Lautstärke, die da gerade zu hören war, bedeutet, dass ich das Video mal wieder unterbreche und mich dazu wende. Wir erleben uns. Hallo Filmfreunde, so heißt es momentan hier bei TikTok und bei Facebook und bei Instagram. Hallo Filmfreunde. Das ist nicht meine Baustelle, sondern jemand anderes. Ja? Oh, hier nur wieder drehen die da. Ne? So. Dieses Video ziehe ich eben kurz durch. TikTok. Könnt ihr halten. Könnt ihr halten den Dachdecker. Das ist natürlich schön. Wie gesagt, mit den LKW-Fahrern. On the way. Ja, live, Damenwelt, ist klar, könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ja. Das ist meine Musik, oh herrlich, da könnte ich jetzt einen Film drehen, da hätte ich jetzt schon Bock drauf, ehrlich. Ach herrlich. Hammer. Okay, ich muss...